meine Lieben, heute kommt das Video, worauf wahrscheinlich sehr, sehr viele warten. Und zwar geht es heute um meine Erfahrung bezüglich des Lippenaufspritzens. Ich habe euch vor circa ein paar Monaten, 2, 3 oder so war das, glaube ich, oder sogar noch weniger mal gesagt, dass ich es unbedingt machen möchte. Nur ich weiß noch nicht wann. Und ich habe es jetzt circa vor einer Woche gemacht. Und zwar habe ich das in Köln gemacht mit meiner süßen Vanessa vom Kanal Make Up You Happy. Den verlinke ich euch auf jeden Fall unten. Schaut bei ihr vorbei, weil sie wird auch noch ein Video hochladen bezüglich des Lippenaufspritzen und dann euch nochmal unsere bzw. auch ihre Erfahrungen berichten. Und ich hoffe, dass ich euch mit diesem Video weiterhelfen kann, falls ihr auch eure Lippen aufspritzen möchtet. Und ja, ich möchte euch nicht mit diesem Video sagen, lasst euch eure Lippen aufspritzen, wenn sie klein sind. Nein, das ist alles Geschmackssache. Wenn euch eure Lippen so gefallen, dann ist es egal. Ich wollte halt einfach größere Lippen. Das ist einfach Geschmackssache und das hat nichts mit dem zu tun, was schön, was nicht schön ist. Also falls ihr, sagen wir mal, mit euren Lippen völlig zufrieden seid, dann ändert da auch nichts dran. Wenn ihr unzufrieden seid und was verändern wolltet wie ich, dann schaut euch das Video auf jeden Fall an. Ich denke, es wird euch sehr helfen. Und ich habe selber für mich auch auf YouTube vorher geguckt. Und ich finde, es gibt wirklich sehr wenige Erfahrungen, sehr wenige Menschen in Deutschland jetzt, die offen darüber reden. Weil es gibt wirklich sehr viele Leute, die es machen, aber dann gar nichts dazu sagen. Oder zum Beispiel sagen, nee, das ist nur Make-up, das ist nur das. Und ich bin nicht so ein Mensch, ich lüge nicht, ich sage euch die Wahrheit. Ich meine, man muss sich für nichts schämen, was man macht, ne? Und so sehe ich das zumindest. Deswegen starten wir direkt mit dem Video und ich beantworte eure Fragen und erzähle euch meine Erfahrungen nebenbei. Also erstmal, ich habe das halt wie gesagt in Köln gemacht, in so einer Klinik so gesagt. Es ist aber nicht die Hauptklinik in Köln. Und ja, womit soll ich eigentlich anfangen? Also erstens mal, was habe ich in den Lippen? Weil jemand oder einige haben geschrieben, halt Botox. Botox ist ein Nervengift, das tut man sich nicht in die Lippen reinspritzen. Man macht sich meistens Hyaluronsäure in die Lippen. Und Hyaluronsäure ist etwas, was der Körper abbaut. Das heißt, die Hyaluronsäure ist irgendwann auch wieder raus aus dem Körper, beziehungsweise raus aus den Lippen. Hyaluronsäure, es kommt halt auch darauf an, welche Hyaluronsäure ihr nehmt. Es gibt Hyaluronsäure, die härter ist und es gibt Hyaluronsäure, die weicher ist. Die härter ist, die hält meistens halt länger. Aber wenn ihr euch zum ersten Mal die Lippen aufspritzen lasst, dann würde ich euch eine weiche Hyaluronsäure empfehlen. Und falls ihr merkt, okay, das ist was für mich, ich komme damit klar, dann könnt ihr irgendwann die harte nehmen. Aber am Anfang würde ich mal sagen, nehmt lieber eine weiche. Ihr könnt natürlich auch direkt eine harte nehmen. Aber ich denke mal, es wäre besser, wenn ihr erstmal eine normale nehmt. Meine Hyaluronsäure heißt Juvederm und Juvederm ist so gesagt die hochwertigste Hyaluronsäure. Meine Hyaluronsäure heißt genau Juvederm Ultra Smile und ich, also es gibt noch andere Hyaluronsäuren und zwar Susif heißt das, glaube ich. Dann Princess, dann Thiosoal oder so, ich weiß gerade nicht, wie man das ausspricht, Perfekta. Also es gibt wirklich viele Filler, ich schreibe euch dann die Namen hier immer jeweils drunter, weil ich weiß auch nicht, ob ich es richtig ausspreche. Und es gibt auch eigentlich von jeder Marke verschieden harte Filler. Es gibt zum Beispiel von Juvederm, glaube ich, auch irgendwas mit Ultra 2, Ultra 3, Ultra 4. Solche Hyaluronsäuren, also ich glaube, dieses Ultra 4 oder so sollte man jetzt nicht in die Lippen machen, weil solche harten Hyaluronsäuren kann man benutzen, um sich Falten wegspritzen zu lassen. Also man kann sich Falten auch mit Hyaluronsäure wegspritzen lassen oder halt mit Botox. Und da werden halt diese harten Filler für benutzt und es wird eigentlich nicht empfohlen, die sich in die Lippen spritzen zu lassen. Und ja, ich habe halt diese weiche Hyaluronsäure und ich muss sagen, dass ich... Also ich habe mich schon daran gewöhnt, dass da was in meinen Lippen ist. Ihr spürt das halt einfach ein bisschen, aber das ist einfach Gewöhnungssache. Irgendwann vergesst ihr das einfach, weil ihr denkt, ja okay, das gehört dazu. Und ja, also ich würde es jetzt nicht so sagen, dass ich so krass spüre, aber ich merke schon, okay, da ist was drin. Aber unangenehm finde ich das jetzt auch nicht. Dann... Also erstmal wird euch eine Betäubung drauf gemacht. Also mir hat auch jemand geschrieben, ob man Narkose kriegt. Nein, man kriegt dafür keine Narkose. Der Arzt trägt euch vorher so eine weiße Creme auf den Mund auf. Das ist eine Betäubung, die lasst ihr kurz einwirken. Dann werden eure Lippen halt taub. So.
Und dann halt zu dem Schmerz. Also, ich habe von vielen Leuten gehört, dass die geweint haben, dass es die größten Schmerzen sind, die sie jemals hatten. Und ich muss sagen, ich bin schon sehr schmerzempfindlich. Dann habe ich aber auch wiederum von anderen Leuten gehört, dass die sagen, alles okay, tat gar nicht weh. Und ich bin da positiv reingegangen, habe mir so gedacht, so schlimm kann das jetzt nicht werden. Ich muss sagen, es tat kaum weh, meiner Meinung nach. Jeder hat anderen Schmerzpegel, wenn es um sowas geht. Und das Einzige, was weh tut, ist dieses Einstechen in die Lippe. Also ihr kriegt halt die Nadel da in die Lippe rein. Und wo ihr halt mehr Fülle wollt, dort muss der Arzt die Nadel halt ansetzen. Sagen wir mal, ihr wollt hier mehr Fülle, dann setzt er die hier oben an. Ihr wollt hier aus mehr Fülle, dann setzt er die hier hinten an. Und das Einstechen, also ab und zu tat es gar nicht weh, habe ich nicht mal gespürt. Und ab und zu tat schon ein bisschen weh. Es ist so, irgendwie hat es so ein bisschen, also es kam auf die Stelle drauf an, wo er gespritzt hat. Und, aber es, ich habe nicht geweint, ich habe gar nichts, ich lag da eigentlich so, ich würde jetzt nicht sagen so gechillt, aber ich lag ruhig, alles war gut, weil ich hatte auch noch Vanessa dabei, sie hat noch meine Hand gehalten, weil ich habe angefangen und natürlich wussten wir auch nicht, was uns da erwartet. Und ja, es war eigentlich alles gut, es hat vielleicht 5 bis 10 Minuten gedauert, also es ging richtig schnell und, also ich würde es auf jeden Fall, also vom Schmerz her, finde ich, ging es völlig. So, ich wurde auch gefragt, ob es Risiken gibt. Und ja, klar gibt es Risiken, weil eure Lippe kann sich entzünden. Ihr könnt auf den Stoff irgendwie allergisch reagieren. Also es gibt schon einiges, woran man aufpassen muss. Aber das bespricht der Arzt vorher alles mit euch. Und dann müsst ihr euch eigentlich keine Sorgen machen, wenn ihr dem auch wirklich sagt, wogegen ihr Allergien habt und so. Ja. Ja, und die Lippen fühlen sich halt, also je nachdem, welche Hyaluronsäure ihr nehmt, wird man das härter, also wird man das mehr spüren. Oder auch zum Beispiel bei mir so kam, wegen der Hyaluronsäure. Beim ersten Mal, wenn ihr euch die Lippen aufspritzen lasst, ich habe jetzt 1,1 Milliliter drin. Das sind 2 Ampullen. Eine Ampulle hat 0,5 Milliliter. Und bei mir ist es, ich blende euch hier mal so ein Bild ein. Weil ich habe gerade hellen Lippenstift drauf. Ich weiß nicht, wie das jetzt für euch so rüberkommt. Meine Lippen sind auf jeden Fall größer als wie vorher und ich finde, es sieht sehr natürlich aus. Am Anfang waren die sehr angeschwollen, aber mir persönlich ist das noch zu wenig. Wenn ihr euch zum ersten Mal die Lippen aufspritzen lasst, dann wird sich der Stoff ganz schnell abbauen. Also nicht ganz schnell, aber schneller, als wenn ihr es dann wiederholt irgendwann. So, deswegen möchte ich in circa einen Monat mir wieder 1,1 Milliliter reinmachen lassen und dann werde ich erstmal ein paar Monate warten und dann mir vielleicht nur 0,55 Milliliter reinmachen lassen oder auch wieder 1,1. Es kommt darauf an, wie schnell sich das bei mir dann abbaut, aber ich möchte auf jeden Fall noch ein bisschen mehr, obwohl ich jetzt schon sehr zufrieden bin. Ich habe jetzt schon so schöne Lippen meiner Meinung nach. Also ja, dann kommen wir zu der Sache mit dem Preis, weil das hat wirklich sehr viele interessiert. Also Lippen aufspritzen, es kommt auch darauf an, welchen Stoff ihr nehmt. Wenn ihr so wie ich Juvederm nehmt, Juvederm ist ziemlich teuer. Es kommt darauf an, wie viele Milliliter ihr haben wollt. Ich denke mal, bei so viel Milliliter, wie ich jetzt habe, wird, also es kommt wirklich darauf an, welche Klinik ihr geht, liegt ihr da bei 300 bis 400 Euro. Es kommt darauf an, wohin ihr geht. Und es ist schon eine sehr kostspielige Sache, weil ihr müsst euch das ja am Anfang ganz besonders öfters reinspritzen lassen. Und dann, wenn ihr es öfters habt reinmachen lassen, dann irgendwann müsst ihr es vielleicht nur noch jedes halbe Jahr machen, jedes Jahr auffüllen. Aber am Anfang müsst ihr da schon wirklich etwas mehr Geld rein investieren. Und da muss man sich das auch so überlegen. Okay, ist es mir wert, so viel Geld für die Lippen auszugeben? So, mir ist es zum Beispiel wert, weil ich unbedingt volle Lippen haben möchte. Und ja, da müsst ihr euch auch ein bisschen informieren und Gedanken machen. Und ich würde euch aber, wenn ihr zum ersten Mal wirklich eure Lippen aufspritzen lasst, es kommt darauf an, wenn ihr so kleinere Lippen vorher habt, so wie ich, dann ist 1,1 eigentlich völlig genug fürs erste Mal. Wenn ihr etwas größere Lippen habt, würde ich euch schon etwas mehr empfehlen, so 1,5. Aber das ist völlig, das müsst ihr selber entscheiden, das sage ich nur so, weil ich weiß ja nicht, also ich weiß nicht, was für einen Effekt ihr haben wollt. Deswegen geht jetzt nicht zum Arzt und sagt, ja, die und die hat gesagt, ich soll so viel nehmen. Sprecht das bitte mit eurem Arzt, weil ich mag es zum Beispiel jetzt nicht so natürlich, ne? Wer hätte das gedacht?
Und deswegen möchte ich auch noch mehr reinhaben. Aber falls ihr kleine Lippen habt, reicht 1,1 eigentlich völlig. Und das ist jetzt auch hier nur meine Erfahrung, ne? Und ich weiß jetzt auch nicht, wie lange der Stoff erstmal drinnen bleiben wird. Es wird eigentlich gesagt, bei Juvederm, bei dem hier, circa 6 Monate. Aber nicht, ich sag's euch nicht, beim ersten Mal, wenn ihr das macht, da bleibt es, glaube ich, nie im Leben 6 Monate drin. Deswegen möchte ich es jetzt auch, ich möchte halt mehr haben. Ich möchte auch, dass es auch direkt länger drin bleibt. Deswegen werde ich auch in einem Monat noch mehr reinmachen lassen. Aber das müsst ihr natürlich nicht machen. Ihr könnt ja auch erstmal gucken, okay, wie lange hält 1,1 Milliliter am Anfang bei mir. So. Und ja. Ja, was ist also nach, darf man danach essen, trinken und so weiter? Ihr dürft direkt nach der Behandlung, dürft ihr trinken, dürft ihr essen. Das Einzige, was man nicht machen sollte, ist Make-up drauf tragen, so Lippenstift, weil ihr habt dann noch diese offenen Stellen und nicht, dass sich das dann entzündet. Wartet so ein, zwei Tage, bis die offenen Stellen einfach so geschlossen sind, so gesagt, abgeheilt sind. Das wird ganz schnell gehen, weil es sind nur ganz kleine so Stiche, so gesagt. Und dann könnt ihr schon loslegen mit dem, was ihr wollt. Aber ja, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz kleiner Eingriff. Ich finde, das ist nicht mal eine OP oder so. Also es geht so schnell und ihr müsst auch ehrlich keine Angst davor haben. Nehmt am besten einfach eine Freundin mit, einen Freund, Familie, was weiß ich. Irgendwen, der euch einfach unterstützt, die Hand hält, falls ihr Angst habt. Weil Vanessa und ich haben das auch so gemacht und uns ging es danach super. Wir sind direkt in die Innenstadt von Köln gerannt, durch die Läden gegangen, haben uns was zu essen, zu trinken geholt. Also uns ging es super danach. Es war jetzt nicht so, dass wir total kaputt waren oder so. Es kann euch aber auch passieren, zum Beispiel, dass eine Ader platzt und dann habt ihr für, weiß ich nicht, eine Woche oder so blaue Lippe ein bisschen. Das geht ja auch weg. Und das kann der Arzt jetzt nicht so bestimmen, weil er sieht ja nicht so, wo innen drin die Adern sind. Bei uns hat der Arzt zum Glück keine Adern getroffen. Und dann mit der Zufriedenheit. Also ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Mir gefällt es sehr gut. Und ich werde jetzt auch erstmal bei Juvederm bleiben. Und ich denke mal vielleicht nächstes Jahr, dass ich dann einen härteren Filler nehme. Aber erstmal bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Juvederm Filler. Und ich gucke jetzt nochmal schnell, ob ich irgendwas finde, weil ich mir das hier aufgeschrieben habe. Falls jetzt noch da was dazugekommen ist. Und ja, wie gesagt, denkt einfach drüber nach, ob ihr es wirklich wollt. Ich habe auch etwas länger drüber nachgedacht. Und falls ihr euch entscheidet, okay, ist es mir das Geld wert, ich möchte das Geld rein investieren, dann ja, ich würde es euch nicht abraten, um ehrlich zu sein. Ich muss noch sagen, das ist ab 18 Jahren, also nicht vorher machen. Und also ich würde euch jetzt nicht davon abraten. Ich würde sagen, falls ihr unzufrieden seid, macht das. Ich fühle mich, seitdem ich das gemacht habe, so gut mit meinen Lippen. So, so gut. Also ich liebe meine Lippen jetzt einfach. Ich gucke sie immer so an und denke mir nur so, damn, die sehen gut aus. Und ich wollte auch nur sagen, dass es danach nicht wehgetan hat, bei mir zumindest. Es war ein komisches Gefühl, weil die Lippen waren noch sehr angeschwollen und so. Aber ja, ich hatte jetzt eigentlich danach auch keine wirklichen Schmerzen meiner Lippe. Kommt aber auch bei jeder Person ein bisschen drauf an, wie man reagiert, ne? So, das war's jetzt, glaube ich, erstmal. Ich hoffe, ich habe euch so alles gut erzählt und ich konnte euch weiterhelfen, falls ihr das auch machen möchtet. Und ja, denkt einfach rein, ich hab auch etwas länger drüber nachgedacht und mir das dann eher spontan machen lassen, aber ich habe davor lange nachgedacht, ob ich es machen will und bla und blub. Habe mich auch gut informiert, solltet ihr auch tun. Und ich hoffe einfach, es hat euch gefallen und irgendwie weitergeholfen. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen, meine Lieben. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Tschüss! Hier nochmal kurz eine Nahaufnahme von meinen Lippen. Also das sind jetzt 1,1 Milliliter. Ich habe es in Ober- und Unterlippe.